Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei meinem neuen Video. Diesmal geht es darum, dass ich gerne einen Wasserfall machen möchte und da habe ich mir vorgenommen, diesen Wasserfall aus Epoxidharz zu machen und wie und ob mir das Ganze gelungen ist, das zeige ich euch jetzt in diesem Video und da wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Ansehen. Jetzt, wo hier die Farbe getrocknet ist, wollen wir das Flussbett noch ein bisschen mit Steinchen ausdekorieren. Da habe ich für meine Steinchendose ein bisschen Holzleim hier einmal eintunken und dann kann man schön so ein paar Flusskieselchen, naja, so vielleicht nicht, hier am Flussrand und im Fluss drapieren. Das soll ja so ein kleiner Bachlauf sein. Von daher, die tragen normalerweise einiges an Steinen mit sich. So sieht das Ganze jetzt nach dem Setzen der großen Steine aus. Und ich habe jetzt noch ein bisschen etwas feinere Steinchen dazwischen gekippt. Da werden jetzt nicht alle noch in dem restlichen Leim kleben bleiben. Die werde ich dann, wenn es trocken ist, alle einfach einmal abschütteln. Ich habe das Ganze jetzt festgeklebt. Und das heißt, nach dem Trocknen kann ich jetzt auch einfach mal den losen Schotter einfach einmal abschütteln, um jetzt den Bachlauf und den Wasserfall zu machen, muss ich jetzt als nächstes das Modul möglichst dicht kriegen, so dass ich das zwei Komponenten Harz gut eingießen kann und mir nichts wegläuft. Ich habe jetzt hier den Berg abgedichtet, so dass der Flusslauf bis dahin laufen kann. Habe jetzt hier unten auch eine kleine Barriere aus Heißkleber gemacht, so dass mir da auch das Harz nicht weglaufen kann. Ich werde wieder das zwei Komponenten Gießharz von Depoxy benutzen. Da habe ich bei dem großen Flusslauf schon gute Erfahrungen mitgemacht und ich werde jetzt heute mal versuchen, das Ganze mit Acrylfarbe wieder einzufärben. Habe jetzt aber einmal einen blauen Ton und werde dann aber auch noch wieder so ein bisschen das Braune mit reinbringen. Mal gucken, wie die Farbe wirkt. Ich hoffe, dass ich daraus dann einen schönen Gebürzbach zusammengebastelt bekomme. So, zum Zusammengießen werde ich jetzt wieder beide hier mischen. Das heißt, ich gieße den härter schön am Rand runter, dass es möglichst wenig Blasen gibt. Was ich nochmal so als Tipp sagen kann, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, wenn man die beiden Sachen zusammenkippt, dann gibt es im ersten Moment relativ viele Schlieren, wenn man das vermischt. Ich glaube, jetzt sieht man das. Und richtig gut vermischt hat man dieses zwei Komponenten Harz, wenn diese Schlieren weg sind. Also das heißt, sobald das Harz wieder richtig schön klar geworden ist. Das kann man so ein bisschen als Anhaltspunkt dafür nehmen, ob man schon gut gemischt hat So, oder das nicht. heißt, dann versuchen wir das Ganze jetzt einmal einzufärben. Ich habe jetzt ein ganz bisschen Blau mit reingenommen. Ich habe jetzt gerade schon mal hier kurz ein bisschen Probe gegossen, um einfach den Farbton noch mal abzuchecken. Und bin jetzt einfach mal mutig und dann kippen wir das Ganze hier vorsichtig mal oben in den Fluss hier rein. Jetzt habe ich hier schon mal den Fluss gegossen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal und habe auch versucht, hier den Felsen ein bisschen mit Epoxidharz zu begießen, um einfach auch auf der Rückseite sozusagen schon mal was zu haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich muss jetzt ja noch irgendwie den Wasserfall an sich machen und habe jetzt eine Folie auf der Platte liegen und versuche jetzt einfach mal auf der Folie dünne Epoxidharzstreifen zu gießen, die aushärten zu lassen und aus denen dann im Prinzip den Wasserfall zusammenzubauen. Nach dem Trocknen habe ich jetzt hier schon mal so ein paar Akzente an der Seite mit Weiß gesetzt, um einfach für mich so ein bisschen auch klar zu haben, wo das Wasser aufkommen soll oder müsste, um so dann entsprechend auch den Wasserfall gestalten zu können. Um jetzt das Wasser, was sozusagen den Wasserfall runterfließt, darstellen zu können, habe ich jetzt den Versuch gemacht und habe jetzt hier einfach mal Epoxidharz auf Folie gegossen und
Ich habe da jetzt zwei Versuche gemacht. In dem einen Versuch hier sieht man, da kriege ich das ganz einfach ab und habe jetzt einfach so durchsichtige Streifen, die sind auch relativ flexibel. Und da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, die als Basis zu nutzen, um einfach das fallende Wasser darzustellen. So, das heißt, ich habe jetzt eine ganz große Auswahl an verschiedenen Formen hier. Alle relativ dünn und flexibel. Und da werde ich jetzt gucken, dass ich mir da passende Stückchen raussuche, um dann einfach den Wasserfall dann zu gestalten. Aus den Streifen habe ich jetzt so ganz feine Streifen gemacht. Die habe ich jetzt hier angeklebt erstmal, und zwar da, wo ich mir denke, dass das Wasser längs fließen würde, und habe somit sozusagen schon mal die Wege für das Wasser nach unten gemacht. Und damit das Ganze jetzt aber nicht so zerstückelt und zusammengeklebt aussieht, ist jetzt der Versuch, das Ganze jetzt nochmal mit Harz zu übergießen, sodass da sozusagen jetzt das Harz dran längs laufen kann und sich sozusagen seinen Weg nach unten bahnt und somit dann einen schönen Wasserfall ausbildet. Jo, ich habe jetzt einmal wieder angerührt. Ja, die Variante mit dem Streifen, die ist schon mal so gut gewesen, aber das Drüberkippen, das hat natürlich nicht den gewünschten Erfolg gehabt, dass das irgendwie jetzt mehr nach Wasserfall aussieht. Das Einzige, wofür es jetzt wirklich gut war, war, dass es die Streifen jetzt eigentlich wunderbar schon mal mit dem Felsen verklebt hat. Und ich habe jetzt mir noch eine Runde Epoxidharz angerührt und habe jetzt einfach mal gewartet, bis die ganze Geschichte anfängt hart zu werden. Und das Zeug werde ich jetzt als Wasserfall hier einfach aufspachteln. Das zieht auch schon so richtig schön Fäden. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt hier einfach so eine schöne Wasserfallstruktur hinbekomme. Ich schätze, ich habe jetzt für die Verarbeitung, naja, maximal 5 Minuten Zeit. Dann ist das Zeug zu hart und zu zäh, um es verarbeiten zu können. Das war jetzt eine ziemliche Blitzaktion, die ich hier hinlegen musste, weil ich mir nicht ganz genau wusste, wann das Epoxidharz anfängt hart zu werden. Das war jetzt so ein bisschen ein Test. Das waren jetzt so bummelig 1,5 Stunden, die das gedauert hat. Und dann hatte ich wirklich eine Verarbeitungszeit, die lag jetzt bei ungefähr, naja, 4-5 Minuten, glaube ich, maximal. Aber ich finde, für diese Aktion ist der Wasserfall jetzt echt genial geworden. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn das Ganze jetzt richtig trocken ist. Und dann werde ich gucken, dass ich da noch so ein bisschen Weißwasser ergänze und das Ganze jetzt natürlich farblich noch ein bisschen weiter gestalte. Aber bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis echt zufrieden. Ja, das Wasser, finde ich, sieht jetzt schon mal als fließendes Wasser von oben nach unten echt cool aus. Das, was jetzt natürlich noch fehlt, ist so ein bisschen der weiße Schaum, der sich halt bei so einem Wasserfall bildet. Und da habe ich jetzt das Off-White genommen und werde jetzt mit dem Off-White einfach den Wasserfall ein bisschen trocken bürsten. Habe ich jetzt ganz wenig Farbe auf dem Pinsel drauf und gehe jetzt ganz vorsichtig über die Wasserstrukturen hier rüber. Ich bin jetzt überall einmal so ein bisschen mit dem Weiß drüber gegangen und jetzt geht es darum, dass ich jetzt noch so ein paar Wassereffekte setzen möchte. Das mache ich jetzt in dem Fall mal mit Acrylstrukturpaste. Die ist eigentlich dafür da, um so Acrylbildern so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Aber ich denke, dass man damit auch wunderbar diese Schaum- und Weißwassereffekte setzen kann. Weil man kann das Zeug nämlich wunderbar auf den Pinsel packen und dann hier so ein bisschen dazwischen drin hier so reintupfen, und man kann das halt auch so ein bisschen in die Länge ziehen. Nach dem Trocknen der ganzen Farbe habe ich jetzt zwischendurch noch einmal den gesamten Wasserfall mit einer Schicht Epoxidharz überpinselt, um einfach dem Ganzen hier noch mal so ein bisschen mehr
Glanz zu verleihen und das Ganze nochmal so ein bisschen mehr Tiefe durch nochmal eine Schicht Epoxidharz oben drüber. Ich finde, das ist jetzt ganz gut gelungen und jetzt geht es darum, den Teil, der sozusagen jetzt außen um den Fluss drumherum liegt, noch zu gestalten und dafür habe ich ganz viele Bäume gemacht. Ihr hattet ja gesagt, ich soll viel mit Büschen und sowas arbeiten und ich habe jetzt einfach mal verschiedene Büsche und sowas in unterschiedlichen Farben gemacht und werde jetzt einfach mal gucken, wie ich die um den Wasserfall drumherum drapiert bekomme. Ich habe jetzt für viele Bäume einen Platz an diesem Wasserfall gefunden und jetzt werde ich die alle einzeln an ihren Platz leimen. Dafür werde ich jetzt immer noch mal einmal aus ihrem Loch rausnehmen, tauche die einmal in den Weißleim und dann kommen sie wieder zurück in das Loch und werden dann noch einmal ein bisschen wieder richtig hindrapiert und dann sieht das, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Und wenn ich jetzt alle Büsche eingeklebt habe, dann werde ich gucken, dass ich dann noch ein bisschen niedriges Zeug hier zwischen die Büsche setze. Das kommt aber, sobald alle Büsche kleben. Ja, das ist jetzt das Endergebnis vom Wasserfall. Die Bäume und Buschwerk, alles da. Und bin jetzt begeistert, wie das Ding jetzt geworden ist. Ich finde, die Bäume und die Büsche, die haben jetzt nochmal richtig was gebracht. Und das heißt, den Teil werde ich jetzt mal dann schon mal in die Anlage wieder einbauen. Und dann werde ich oben den Berg noch weiterführen, dass da auch der Rest vom Berg dann mit Büschen bepflanzt wird. Wie ihr gesehen habt, hat das Ganze funktioniert, mit dem Epoxidharz diesen Wasserfall zu machen. Und ich bin jetzt mit dem Ergebnis auch echt super zufrieden. Ich finde das total genial. Vor allen Dingen, finde ich, haben die Bäume schon mal echt richtig was gebracht. Und wenn jetzt der gesamte Bergrücken hier noch mit Bäumen und Büschen bestückt ist, dann wird das bestimmt eine richtig geile Perspektive geben. Und wenn euch der Wasserfall genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt mir das Ganze doch gerne wieder mal mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch irgendwie Anregungen oder Fragen habt, dann dürft ihr das Ganze natürlich gerne wieder unten in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Video, nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüss!